Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Auch ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten. Schön, dass du mit dabei bist. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Maltherapeutin und in einigen Bereichen des Lebens selbst betroffen. Das ist auch das Thema von diesem oder von meinem Kanal. Hier geht's um kreative Methoden, um trocken, clean, ohne co-abhängige Strukturen durchs Leben zu gehen. Okay, und ich habe es ja im letzten Video schon angesprochen. Heute geht's mal wieder richtig um Farben, um Formen. Der Frühling steht vor der Tür, also ich hoffe es, dass er bald kommt. Und deswegen im Frühjahr werden bei mir die Farben dann auch wieder heller, ne? Also, und was auch sehr spannend war jetzt gerade eben, was ich ja jetzt gleich einspiele im Prozess oder bei meinem Malprozess gerade eben, ich habe mit Keilrahmen begonnen, ja, und musste dann feststellen, nee, das ist nicht wirklich heute mein Medium. Und das ist das Tolle am Malen, beziehungsweise ja, wenn ich regelmäßig eben mit Farben und Formen arbeite, dass ich intuitiv spüre, und genau das Gleiche wirst du dann auch, oder tust es ja vielleicht schon, dass ich intuitiv spüre, Mensch, das brauche ich heute, das möchte ich heute, das möchte ich überhaupt nicht. Und das ist das Tolle daran, weil das kannst du mit Sicherheit dann auch in dein tägliches Leben transportieren. Du wirst schneller fühlen, was für dich wichtig ist und was du vielleicht einfach bleiben lassen möchtest. Ja, und bevor ich jetzt hier weiter schwätze, würde ich sagen, legen wir los. Ja, heutiges Thema ist spontan malen, den Pinsel schwingen, intuitiv irgendwas in die Hand nehmen und loslegen. Ich habe mich dazu entschlossen, spontan, wohlgemerkt, ne, ältere Keilrahmen, diese kleinen Keilrahmen mal überpinseln, neu zu bemalen, gucken, welche Strukturen entstehen, und hier benütze ich gerade Fassadenweiß, und die werden jetzt erstmal so ganz locker weiß überpinselt. Ja, von den Farben, die ich jetzt hier verwende, das sind alles Acrylfarben, die ich gern mit Wasser vermische, dann wird das Ganze ein bisschen aufgelockerter. Ne? Und die Farben, wenn man die dann aufträgt, hat man die Möglichkeit, dass die auch dass die ineinander fließen. Also ich liebe diese Technik ungemein, weil ich natürlich nie wirklich weiß, was daraus entsteht. Und ich kann es auch nicht wirklich kontrollieren, genauso wenig wie ich das Leben kontrollieren kann. Und das ist das Spannende. Dann natürlich mit Spachtel arbeite ich natürlich immer wieder gern, und da, das ist mir eingefallen, bei diesen kleinen Keilrahmen, die mal gegeneinander zu klappen oder aufeinander zu legen und mal gucken, was da bei rumkommt, auch das fand ich jetzt irgendwie einfach witzig. Also hier geht es wirklich nicht darum, jetzt ein Bild zu malen, was unbedingt in die Ausstellung muss, sondern der Fokus liegt hierbei, die Farben zu erfüllen, Formen zu spüren, wobei ich natürlich jetzt hier wirklich im absolut offenen, abstrakten Bereich bin. Ja, hier sind überhaupt keine Formen erkennbar. Und deswegen bin ich dann auch in einem späteren Bild oder bei einer späteren Arbeit wieder ins Abstrakte, ins Formmäßige rein. Das ist jetzt wieder Acrylfarbe,
vermischt mit Wasser und es ergibt dann unglaublich schöne, ja so, eine schöne Struktur. Also die Strukturen erhalten dadurch eine gewisse Tiefe, sagen wir es mal so rum. Das Positive hier bei dieser Technik oder überhaupt beim Malen allgemein, da ist jetzt Tusche mit dabei. Auch ein ganz tolles Medium, Tusche. Ne? Tusche lässt sich gut mit einarbeiten. Aber jetzt nochmal, das Tolle an dieser Technik oder Malen insgesamt ist, dass du wirklich ein unglaublich tolles Gefühl für dich selbst entwickelst. Ja? Und was ja auch mit dabei ist oder mitspielt, du sorgst gut für dich. Ja, du nimmst dir jetzt, du nimmst dir mal einen Nachmittag frei. Du lässt es dir gut ergehen, trinkst dabei vielleicht noch eine schöne Tasse Tee oder Kaffee und malst. Ja? Und das ist die beste oder die Grundvoraussetzung für ein trockenes, für ein glückliches oder zufriedenes, trockenes, cleanes Leben. Es ist die Grundvoraussetzung, um wirklich co-abhängige Strukturen erkennen zu können. Ja? Es ist die Grundvoraussetzung, um mich meinen Ängsten auch liebevoll zuzuwenden, um die zu erkennen. Die Grundvoraussetzung ist immer, dass ich heute für mich gut sorge, dass ich es mir gut ergehen lasse. Und da ist es ist vollkommen Wurst. Wirklich, es ist wirklich Wurst, wie das Bild dann aussieht. Ja, du wirst deine Bilder lieben, du wirst sie anschauen, du weißt, oh Mensch, damals, kannst dich noch erinnern, da habe ich so gelitten und da ist dieses Bild entstanden. Heb sie auf, diese Bilder, ja. Nicht wegschmeißen, auch wenn sie hässlich sind, wenn sie starr sind. Nein, 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 heb sie auf. Es sind Teile von dir. Oh, ich komme ins Reden. Ne? Okay, ich glaube, ich bin jetzt fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du der Meinung bist, dass dieses Video vielleicht einem Freund oder einer Freundin helfen könnte, dann teile es einfach. Du findest mehr Informationen auch über Sucht und die Auswirkungen auf meinem Blog auf www.karin-henningsen.de. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung und ich freue mich natürlich über jeden Kommentar. Also, tschüss und bis bald.